Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden, weil ich doch hoffe, dass ich hier Zoom-Packs bekomme, Mega-Zoom-Packs in dem Sinne. Und ich weiß ganz genau, dass ich beim letzten Mal schon versucht hatte und hatte eben im zweiten Griff nicht bekommen, weil er so komisch schräg da mit der Spitze nach oben. Dass ich dann halt einen dritten Griff habe zur Sicherheit. Aber dafür muss natürlich der erste klappen, dass ich hier Meditalis, gell, ist das, greife, damit ich halt greife, dass die runterfällt und dass ich dann hier freie Bahn habe. Und dann gucken wir einfach mal. Weil die würde dabei umfallen, ja. Genau. Noch mal, dass er sie auch festhält. Sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wir haben schon alles gesehen hier, gell. Und Zoomfeld scheint sogar noch fest zu sein, wie ich es gerade angeguckt habe. Sonst würde ja umkippen hier, gell. Links oder rechts. Ja, ist natürlich die Frage. Greife ich jetzt eher hier so rein oder dann doch eher so? Ich glaube, ich greife so rein, dass er hier nach unten drückt. Dass er, ja, wobei. Kommt auch selber raus, oder? Ja, gucken wir einfach mal. Ob ich jetzt nach unten drücke, nicht, er wird ja eh erstmal zur Seite kippen, gell? Na, oder auch so, vielleicht. Links kann er leicht abrutschen, rechts hat er guten Griff. Okay, dann haben wir ihn doch. Okay, alles klar. Dann weiß ich nicht, was beim letzten Mal schiefgelaufen ist. Da hatte ich ihn irgendwie vermutlich doch so komisch gegriffen, dass er wieder runtergerutscht ist. Und da bin ich zufrieden. Ja, passt doch. Ist natürlich so von Vorteil, wenn man dann sich mal auch wieder auf Kräne konzentriert, die vielleicht, also sagen wir mal, 2 bis 3 Runden sind. Je nachdem, ob halt nach dem zweiten Griff man die Marke bekommt oder nicht. Und dass wir dann immer mal wieder einen, ja, sagen wir mal, Testgriff haben, den wir dann irgendwo anders nutzen können, um zu gucken, wie es klappt, dass man halt den ersten Griff üben kann, sage ich mal. Aber dann gehen wir mal zum Training. Hier ist unser Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay, auch ein Kran, der mir noch fehlt, weil, ja, weil diese Art von Blocktreppe, nenne ich es einfach mal, ist ein bisschen schwieriger, gerade weil man ja den Hammer hat. Und da wäre es natürlich am besten, wenn man gleich beim ersten Schlag hier das nach rechts bringt oder dass man vielleicht hier nach unten schlägt, dass das Ganze halt schief wird. Und das ist halt immer so die schwierige Sache, was halt besser ist, dass man das Ganze dann eher in 4 Runden spielen muss als in 3. Und ich schätze mal, dass ich jetzt dann... Wir probieren es einfach aus, oder? Wir haben ja was komplett. Wir machen heute mal einen Test. Da ich halt hier mal nach unten schlage, um zu gucken, ob der dabei nach rechts rutscht und der dabei so weit nach rechts sich bewegt, vielleicht hier sogar umkippt, dass man halt hier dagegen schlagen kann und vielleicht beide runterwirft. Gucken wir einfach mal. Dass man halt mal den Schwung dafür nutzt, dass mal was nach unten geschlagen wird, statt nach rechts, ja? Na, nicht so ganz. Aber man könnte zum Beispiel auch hier wieder sagen, mal ein bisschen links und rechts bewegen, dass es vielleicht ein bisschen nach rechts kippt, während halt er vielleicht runterfällt, dass man dann Platz hat. Aber das Problem ist halt jetzt, dass es genau, ja, dass man vielleicht am besten jetzt nochmal dagegen schlagen, gell? Dass es dann umkippt, weil sonst macht es ja keinen Unterschied, weil wir den einen linken Block nicht wegbewegen können. Na... Ja, also ihr seht schon, was ich meine, so als Vergleich, gell? Dann gehen wir mal ganz nach links, vielleicht reicht es ja jetzt, dass ich hier dagegen schlage. Was? Was? Ey, das hatte ich noch nie. Da ist der an der Wand hängen geblieben, ist nicht nach unten gegangen. Oh Gott. Okay, nicht ganz an die Wand gehen, was ist das denn? Das hatte ich echt noch nie. In keinem Hammerkran hatte ich das bei der Greifer, also bei dem Kran an der Wand nicht nach unten gegangen ist. Ja, so war es eigentlich gedacht. Alter. Kram so und dann, ja. Keine Ahnung. Na? So. Aber ihr seht schon, an sich, wenn man halt den Block einmal in Richtung bewegt hat, dann reicht es eigentlich schon. Ist auch gut, dass der. Ja, mal mehr Marken drin sind aus dem Kran hier. Da haben wir zumindest eine sichere Runde von gestern. So oder so. Aber dass der da hängen bleibt? Ernsthaft? Und wir kriegen sogar noch einen... Okay, einen Kran, den ich in 2 Runden spielen könnte. Habe ich überhaupt noch sowas? Müsste ich mal gucken. Das wäre natürlich jetzt praktisch umgedreht, wenn man halt erst was anderes spielt. Aber gut, dann hätte ich ja dann die letzte Runde eh für einen angefangenen Kran spielen müssen. 2 Runden. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch eine Marke kriege, die vielleicht dann halbwegs sicher ist. Gucken wir mal, probieren. Los, lass uns durch hier, go, go, go. Yay. So, Leute, ja, wenn es gut klappt, kann ich diese eine Marke hier noch bekommen. Die habe ich mal in einem Training in 2 Runden bekommen. Heißt, beim ersten Mal bin ich nach links gegangen, habe sie nicht gegriffen bekommen. Und als sie dann unten lag, konnte ich sie gerade greifen. Und hat dann genug Griffkraft gehabt, um halt hier die Marke zu lockern und dann ganz nach rechts zu heben. Aber ob das hier wieder klappt, ist natürlich eine andere Frage, weil je nachdem, wie weit man an die Wand kommt, greift man sie vielleicht sogar vorher und dann fällt sie anders um oder zieht sie weiter nach rechts. Werden wir dann sehen. Gucken wir einfach mal. Na, okay, sieht ein bisschen anders aus als beim Training, als ich mal gespielt habe, aber vielleicht, na komm,
Okay, mit einer Runde sogar. Okay, Leute, das hat sich doch jetzt schon gelohnt, oder? Also zwei Sätze an einem Tag und jetzt noch einmal irgendwas greifen, gell? Nee, ich guck mal, ob ich noch irgendwas anderes finde. Gefällt mir. Bis gleich. So, ja, ich habe bis jetzt überhaupt nichts mehr anderes, was ich noch spielen könnte. Deswegen versuche ich einfach mal Just for Fun nochmal. Vielleicht die Marke jetzt zu bekommen. Ich meine, ich bin heute vollkommen zufrieden. Ich habe zwei Kräne komplettiert, die ich schon vorbereitet habe. Umso besser. Vor allem, weil ich weniger Runden gebraucht habe, als ich eigentlich vorher gedacht habe. Und dann gucke ich mal, dass ich jetzt, wenn ich nach links hier gehe, ich werde vermutlich eher wieder die hier greifen, aber nochmal, wie sich das hier verhält, dass sie vielleicht hier nach unten rutscht, dass ich dann greife und vielleicht bewegt sich ja hier noch irgendwas, also dass wir zumindest mal einen Unterschied sehen hier. Und ich glaube, das Ganze bewegt sich ein bisschen langsamer, wenn ich nach links gehe, aber wir werden es ja gleich sehen. Ja, wobei, doch nicht, okay. Oh, die ist sogar mit runtergefallen. Okay, umso besser. Ja gut, aber das wird jetzt vermutlich eh nichts mehr hier, weil jetzt die eine Marke so komisch liegt. Na, oder er schiebt vielleicht. Ja gut, das macht eh keinen Sinn. Wie gesagt, die zwei hier, die... Und ich habe vergessen, meinen Wecker auszumachen. Was soll denn das? Ja gut, aber ich bin froh, dass ich eine Marke links habe. Da muss ich mich um die hier dann kümmern. Mal ganz kurz, ich mache das Ding jetzt aus. So, da bin ich mal ganz kurz weggegangen hier, gell? Und man hört wieder alle Geräusche. Alles neben hier. Ja, jetzt weiß ich auch, warum mein Decker heute nicht gerappelt hat, weil ich ihn vergessen habe, gestern umzustellen. Meine Güte. Oder gesagt, mein Radiowecker so rum. Aber ich bin vollkommen zufrieden. Wir haben heute extrem viel erreicht. Wir haben die eine Marke bekommen, die hier beim letzten Mal hier unten festgehangen ist. Und wir haben zwei Sets komplett. Und ja, perfekt, oder? Los, probier, dann lass uns mal zur Sammlung, damit wir uns das Ganze angucken, was wir heute erreicht haben. Gefällt mir sehr gut. So, da haben wir es ja schon. Einmal das hier und einmal das hier. Ich freue mich heute. Also heute hat es sich richtig gelohnt zu spielen. Absolut. Das entschädigt wirklich alle Tage, wo man wieder so arg gefailt hat oder wenn man halt wieder Schwieriges gespielt hat. Aber solange wir noch solche Kräne finden, kann man ja immer noch weiterspielen, gell? Gefällt mir richtig gut. Okay. Dann ja, dann hoffe ich, hat der Papier gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also bis auf die eine Stelle, dass hier der Hammer an der Wand hängen geblieben ist. Das habe ich noch nie gehabt. Noch nie. In keinem Kran. War das eigentlich noch relativ okay? Das war eigentlich das Einzige, was heute nicht okay war in dem Sinne, gell? Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.